Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dunkle Schatten. Wir sind in dieser Ruine, in dem sich die Rechtsradikalen treffen wollen, die wahrscheinlich auch dieses Holz angezündet haben, wo Sefa drin sitzt. Also, wo Sefa gehört mit seiner Familie. Aber da können wir im Moment nicht viel machen. In die Ruine können wir nicht rein, weil da jemand drin ist. Das wäre sehr kontraproduktiv und in den Wald können wir auch nicht. So, Jugendzentrum haben wir nichts. Krankenhaus waren wir schon, dann schauen wir mal ins Monopol. Das soll ja irgendwann dieser Mike, glaube ich, auftauchen. Mal schauen wir mal, ob er schon da ist. Ah ja. Frank und seine Kumpels. Da hat schon zeigt dich nicht an. Ich denke, das ist das Beste. Ja, klar. Das kann eine ziemlich üble Situation werden. Ja, da hast du recht, das hätte extrem schnell schief gehen können.
Oh, zu spät. Ah ja, okay. Na, dann hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Mal sehen, vielleicht können wir jetzt zu dieser Tankstelle war's. Werkstatt, Werkstatt. Ja, da unten ist er, die Werkstatt. Dann lasst uns mal zur Werkstatt gehen. Ah, er ist auch schon wieder weg. Das ist Mist. Okay, das war also nicht sehr erfolgreich für uns. Oh, Lackfarben. Habe ich da was von Farben gehört? Vielleicht könnten wir da später nochmal kommen. So, Lass uns nochmal zur Schule gehen. Da ist ja auch noch eine Baustelle, die offen ist. Und der Herr Becker ist auch schon da. Okay, also er hat keine Farbe. Da warst du ja schon richtig fleißig, Carsten. Haben wir gar nicht mitgekriegt im Laufe des Spiels. Dann brauchen wir jetzt nur noch Farbe. Wie gesagt, in der Werkstatt, wo wir gerade eben waren, hat er von Farbe gesprochen. Vielleicht könnten wir uns da Farbe ausleihen.
Wir probieren jetzt nochmal dahin zu gehen. Wir kommen auch nochmal rein. So sieht's aus. Okay. Wir sollen also später nochmal wiederkommen. Okay, die Frage ist... Müssen wir jetzt einfach einen Ortswechsel machen und dann nochmal kommen? Schauen wir mal ins Monopol rein, ob Mike da ist. Und danach gehen wir nochmal zur Werkstatt zurück. Vielleicht langt das. Ja, okay. Dann gehen wir einfach jetzt nochmal so direkt zur Werkstatt. Vielleicht hat es ja schon geklappt. Gut. Also das hat nicht... Vielleicht hat es nicht geklappt, weil wir keinen Szenenwechsel hatten, sondern nur direkt auf der Karte waren. Oder wir müssen jetzt nochmal hingehen. Dann schauen wir einfach nochmal ins Jugendzentrum, was sich da getan hat. Ja, hat sich noch nicht viel getan seit dem letzten Mal. Okay, dann versuchen wir jetzt nochmal zur Werkstatt. Weil jetzt haben wir definitiv einen Szenenwechsel gehabt. Oder wir müssen natürlich noch irgendetwas anderes machen, sodass es dann erst danach triggert. Schauen wir mal. Das sehen wir jetzt gleich. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Das werden wir machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann gleich zur Schule und, nun ja, besprühen die Wand. Mal schauen, was sich der Carsten so ausgedacht hat. Schauen wir doch mal. So, müssen wir die Mauer betrachten dafür. Benutze Sprühdosen? Ja, genau. So, dein Walkman aus Japan, deine Boots aus Italien, dein Urlaub in Frankreich, Gandhi, ein Inder, dein Mountainbike aus Amerika, dein Opa aus Polen, dein Tee aus Kenia, Einstein, ein Jude, deine Orangen aus Marokko, dein Reis aus Pakistan, Konfuzius, ein Chinese, und dann kann ich es nicht mehr richtig lesen, und du ein Deutscher, und in allen anderen Ländern ein Ausländer. Mhm. So, wie komme ich hier, ich will ja wieder raus, ich will hier raus, da, Moment, da war Schulhof. Ja, sieht doch schon noch mal einiges besser aus.
Müssen wir die Farbe eigentlich wieder zurückbringen? Ah, guck mal, wer da kommt. Ja, also Graffiti war da wirklich nicht viel zu sehen, sondern nur der Spruch. Ui, ein Verstärker. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Also Fetzen, nun ja, so, also würde ich jetzt nicht so sagen, aber sie sind definitiv auf jeden Fall schon besser. So, ist dann der Tag jetzt auch schon wieder rum? Nein, noch nicht ganz. Dann lasst uns zum Jugendzentrum gehen, den Verstärker abgeben. Die werden Augen machen. Was wir schon wieder da angeschleppt bekommen, haben. Ein Außendienstbesorger, auch nicht schlecht. Okay. Haben wir? Okay, wenn wir noch was haben. Können wir jetzt ins Monopol gehen und nach Mike fragen. Ansonsten, was haben wir sonst noch vor? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade. Seva mal besucht. Wohnstraße ist wahrscheinlich nichts mehr. Schule ist fertig. Werkstatt dürfte jetzt auch fertig sein. Kiosk, das ist fertig. Ja, eigentlich nur noch den Mike suchen. Würde ich sagen. Und der dürfte ja im Monopol dann wahrscheinlich sein. Naja gut, dann schauen wir mal bei der nächsten Folge nach, ob er auch wirklich da ist. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!